Riddle me this, riddle me that. Who's afraid of the big black bat? Hallo YouTube und willkommen zu einer weiteren Bonus-Episode von Let's Play Batman Arkham Asylum. Heute Riddlers Rätsel 4. Und zwar nehmen wir uns heute die alte Villa vor. Da ist noch eine ganze Menge zu tun. Und wir haben hier im Büro von Quincy Sharp während des Durchspiels die Geheimniskarte vergessen. Da bin ich jetzt, die nehmen wir jetzt auf und dann holen wir uns hier die sämtliche Herausforderung, die es hier noch so gibt. Und hier in dem Büro ist auch das Rätsel mit Scarface. Da müssen wir hier auf diese Vitrine ausrichten, eben extra ranzoomen auf Mr. Scarface. Und dann ist es auch erledigt. Sehen wir, zerstörbare Wand. Müssen wir da runterholen. So wie das eigentlich immer ist bei Riddler-Herausforderungen mit diesen Wänden. Ich glaube, das ist eine Chronik. Ne, ist eine Trophäe. Und dann ist hier noch ein Rätsel über Catwoman, das in diesem Schaukasten hier. Zack, Rätsel gelöst. Ja, wir sind jetzt hier im Korridor des Westflügels. Da oben ist auch wieder eine zerstörbare Wand. Das kennt ihr ja schon, die ganzen Rätsel dieser Art. Wobei es ja gar keine Rätsel sind, das sind versteckte Trophäen. Das ist ja so. Aber hier in diesem Fall ist es keine Trophäe, sondern eine Aufzeichnung von Dr. Crane. Und wir sehen auf der Karte noch eine ganze Menge Fragezeichen. So, hier geht's gleich im Büro von Dr. Young los mit dem Patientengespräch, das dritte von Dr. Crane. So, hier sehen wir diesen geöffneten Leichenschrank. Das ist Ra's al Ghul. Das letzte Rätsel, das ist hier in Dr. Youngs Büro. Das ist dieser Schädel hier. Was? Das hast du auch rausgefunden? Absurd! So, hier im Arkham-Archiv haben wir 1, 2, 3 verschiedene Rätsel. Nicht schwer zu finden. Die sind hier hinter diesen Gittern, immer im Erdgeschoss. Da müssen wir nur einmal außen rumlaufen dann, um in das Lüftungsgitter zu kommen, das uns da hineinbringt. Erste Lüftungsgitter ist hier oben gleich auf der linken Seite, wenn man reingekommen ist, zur Treppe links rum. Damit kommen wir in den ersten Bereich, das heißt, wir reißen dieses Ding jetzt runter, schwingen uns darauf, wie gehabt, mit dem Grapple. Einmal durchgekrochen hier, runtergesprungen. So, da liegt ein Patientengespräch auf der Ecke. Heute habe ich eine weitere Sitzung mit Crane. Ich kann nicht gerade sagen, dass ich mich darauf freue. Nicht mehr. Geht's Ihnen gut, Doc? So, jetzt machen wir erstmal dieses Rätsel hier, dieses Kraftfeld abschalten. Und drüben müssen wir dann auf einen Haufen von Papier suchen. Was machst du da? So, das war sehr unklug. Ich hätte vielleicht den Line Launcher nehmen sollen. Ehrlich gesagt weiß ich nicht ganz genau, was da das Rätsel gewesen ist, aber das macht ja auch nichts. Naja, jetzt machen wir dieses Ding kaputt und dann ist nämlich der Strom hier unten aus und dann können wir doch nochmal rüberlaufen. So, jetzt sind wir praktisch da wieder rausgelaufen, auch nach links. Und hier drin ist die Riddler-Trophäe. Da oben auf der linken Seite, das kann man hier so ein bisschen schlecht sehen, da ist ein Lüftungsgitter, da oben. Und da müssen wir rein. Also das runterreißen, dann rein und dann kennt ihr ja, durchklettern, runterfallen lassen, Trophäe einsammeln, fertig. Altbekannt.
uns darauf einigen, dass ich schlauer bin als du? Ja, wir sind hier im Nordkorridor, hier sind diese Zellen. Teil 16 sind wir hier gewesen, that's not helping, zur Info. Diese Kreise, das ist das Rätsel. Aber nicht der, sondern der große da an der Wand. Da, das ist das Rätsel. Ja, und dann geht's hier oben durch das Rohr durch. Wie auch im Teil 16, nur dass wir jetzt nicht nach links abbiegen, sondern geradeaus durchflitzen. Auf der rechten Seite ist eine Riddler-Trophäe. Und dann sind wir hier in diesem Bereich, in diesem, ich glaube, Westflügel war es, sind wir dann durch. Dann haben wir noch die Haupthalle und den Ostflügel zu säubern, was die Rätsel angeht. So, hier in der Haupthalle, da müssen wir bei der runtergekrachten Glocke raufspringen und auf dem ersten Balkon, auf dieser ersten Brüstung, ist noch eine Chronik von Arkham. Ich stritt mit einer Gruppe junger, eifriger Erzschäfer. Sie langweilten mich mit Theorien und Ideen. Und hier ist an der Seite hier dieses Bild von Commissioner Gordon mit der Auszeichnung und das mit da müssen wir draufhalten. Wenn wir es komplett drauf haben, X drücken und dann ist das Rätsel gelöst, wer die Hauptperson in der Haupthalle ist. Und dann haben wir jetzt nur noch den Ostflügel und im Vorderraum ein Rätsel. Aber gehen wir jetzt erstmal in den Ostflügel. So, erstes Rätsel. Was braucht ein Vogel im Regen? Und wir hören, hier ist noch ein Joker-Gebiss. Das werden wir jetzt erstmal plätten. Da. Da ist auch schon ein Fragezeichen und noch ein Joker-Gebiss. Dann gehen wir da oben mal rauf. Zzt, hoch, genau. So, erstmal die Wand da kaputt machen. Und noch eine Chronik von Arkham. Die Polizei von Gotham schleppte einen neuen Patienten auf die Insel. Da ist der Punkt. Von Hunderten von Landstreichern. Das richten wir eben richtig aus, das Ding. Als ich seinen abstoßenden Körper mit diesen Zellen da sah, sehr schön. Stellte sich mein Geist. Und jetzt haben wir da drüben noch ein Lüftungsgitter, das müssen wir runterreißen. Und dann ist da auch noch eine Trophäe hinter. Dieses Monster brechen könnte. Ja. Ärzte versammelten sich um dieses Monster. Gärten, untersuchten es. Gucken wir mal nach. Jetzt haben wir noch eins, zwei Rätsel in der Bibliothek und noch eins in der Haupthalle. So, das erste Rätsel ist hier hinter. Wir machen das Kraftfeld jetzt kaputt. Genau. Und soll ich den Patientengespräch? Das ist die erste Herausforderung hier. Anstaltsgespräch 1. Mein Experiment läuft. Und jetzt haben wir noch gegenüber. Auf der anderen Seite ein Rätsel. Hier hinter dieser Absperrung. Ne? Weg mit dem Gitter, wie üblich. Ist übrigens ganz oben. Ja, hier in diesem Raum müssen wir einfach nur hier runterlaufen, bis zu dem Baum. Und dann auf der Seite davon ist ein Lüftungsgitter, das reißen wir weg, da ist eine Riddler-Trophäe drin. Und jetzt sind hier nur noch ein paar Joker-Gebisse übrig. Oh, du betrügst auf jeden Fall. Die sind allesamt, wir sehen, hier fehlen noch ein paar, nämlich drei Stück.
Die sind allesamt im Büro des Anstaltsleiters. Und zwar, wenn ihr direkt reingeht durch die Tür. Ja, dann ist da so eine Balkonbrüstung oben. Da müsst ihr euch raufschießen. Auf der rechten Seite sind zwei Stück und auf der linken Seite von diesem Regal ist noch einer. Ja, das war's mal wieder. Das war das letzte Rätsel hier in der Arkham Villa. Und beim nächsten Mal nehmen wir uns dann die botanischen Gärten vor.